Jo, was geht ab, Leute? Das ist Jiggly J. Joe, a.k.a. Jiggly Jack Johnson, a.k.a. Jiggly, ich fick dein Leben, a.k.a. Jiggly. Ich schreibe dir 800 Texte für 1 Million Euro. Auf jeden Fall, was geht ab, Leute? Wir sind in Wieringhausen, 5-8 Tagen. Das ist mein Statement, wie es passiert ist, was passiert und warum es passiert ist. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt ein bisschen was. Nehmt euch mit an den Ort, wo es passiert ist, erkläre euch dann mal was. Weil ich glaube, die Leute denken, ich bin ein asozialer Bastard, der mit einer Machete rumläuft und einfach auf Leute drauf geht. Was natürlich nicht der Fall ist. Und ja, kommt mit, reden wir ein bisschen. Ich hab's wie türkische Handyverkäufer. Lauft ziellos durch ein Deal Kilos. Schnell am Ziel, ohne Welle zu machen wie Speedboot. Pilot, der Kopf ist finito. Bullen dreh durch die Tore. Hier, guckt euch mal den an. Herr Tripp, können wir Sie ein bisschen filmen dabei? Ist das in Ordnung für Sie? Ja. Okay, checkt ab, das ist einer der guten. Ja, Sie ja, hier, das ist ein ganz netter. Was soll ich euch sagen? Das ist der Herr Tripp, der läuft hier in Wieringhausen rum, sorgt für Ordnung, ne? Ja, was soll ich euch sagen? Auf jeden Fall, willkommen in der Gegend, Alter. 5-8 hin immer die Zigans auf. Das ist die Zukunft von Wieringhausen, Alter. Also eine schlechte Zukunft, Alter. Wieringhausen, ne? So, Leute, die meisten denken, ich laufe mit einer Machete einfach so rum und hast ihn nicht gesehen. Das war das gar nicht. Ich hatte auf jeden Fall eine Machete dabei, das stimmt. Aber ich wollte ein Video drehen. Und ich hatte die Machete halt dabei, bin dann angekommen. Ich sollte vom abgeholt werden. Dann war das vermeintliche Opfer da und hat angefangen einfach zu pöbeln. Und ich habe gemerkt, er war besoffen und auf Kokain und hast ihn nicht gesehen. Ich habe gesagt, alles gut. Der hat mich beleidigt. Ich habe gesagt, okay, alles cool. Ich bin einer, ich gehe Stress aus dem Weg. Weißt du, ich will mit keinem Stress haben. Aber wenn einer dich testet die ganze Zeit, bis zum geht nicht mehr. Digga, was willst du machen? Da musst du dich wehren. Und wenn es um dein Leben geht, was ihr später auch erfahren werdet und verstehen werdet, würdet ihr genauso handeln. Auf jeden Fall, dann bin ich da angekommen, er am Pöbeln, ganze Zeit voll auf besoffen. Schmeckt erst besoffen, ich sag Scheiß drauf. Hab ich drauf gekackt. Bin ich rein ins Wettbüro gegangen, weil ich komm, dachte ich mir, komm, trinkst du mit dir einen Tee? Geht ewig. Er ist nicht weggegangen, er ist mir die ganze Zeit hinterhergekommen. Die ganze Zeit. Er ist reingekommen, hat mich einfach weiter beleidigt. Tour und so und dies, das. Ich hab trotzdem noch geschluckt. Ich hab gesagt, Scheiß drauf, Digga, Scheiß drauf. Weil Leute, Alter, mein Vater ist nicht mehr da, weißt du, seit 2 Jahren ist er tot. Was soll ich meine Mutter alleine lassen? Ich habe keinen Bock auf diese Filme. Brauche ich gar nicht. Es zählt nur noch, wer Geld macht und wer Geld hat. Auf jeden Fall im Wettbüro drinnen macht er einfach weiter. Er macht weiter und macht weiter. Ich sag Scheiß drauf. Wie gesagt, ich habe wieder geschluckt. Scheiß drauf. Ich raus. Dachte mir, komm, gehst du zum Kiosk beim Kollegen. Um Eck ist das. Er lässt sich dann in Ruhe. Digga, nein, er lässt auch nicht dann in Ruhe. Er kommt mir hinterher. Ich ins Kiosk rein, weil ich dachte, er geht weg. Nein, nein, er kommt mit rein. Wügt mich sogar noch und macht, dass ich auf dem Boden lande, so. Digga, ich stehe auf, ich schub's ihn noch, ich sag, ey, verpiss dich von mir, lass mich einfach in Ruhe, ich will kein Palaber mit dir. Und obwohl ich die ganze Zeit die Machete habe, ne, das müsst ihr euch im Klaren sein darüber, ne. Ich hab die ganze Zeit dabei und ich zieh die nicht und mache gar nichts. Ich sag trotzdem, okay, ist okay, ist okay, weil ich merke, er ist besoffen, weil ich will kein Palaber. Auf jeden Fall, so, ich raus. Und beim Gehen merke ich sogar, er hat Messer in der Hand, beim Gehen. Ich drehe mich um, ich sehe das Messer, weil er mir hinterhergeht. Weiße Griff, Klinge so, will mich umbringen. Er mir hinterher, ich dachte mir, komm, scheiß drauf, er ist besoffen. Was willst du machen, willst du jetzt wieder reingehen wegen dem? Ich saß vorher schon fast 4 Jahre. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich richte Wettbüro wieder. Du wisst Bescheid, wir dürfen diesen Namen nicht sagen. Zum Wettbüro, ich will von hinten abhauen und merke, ich komme mal hinten an, die Leute halten den Jungen auf. Ich merke, hinten ist verschlossen, ich komme nicht weg. Weil das ist eine Junkie-Stadt, wahrscheinlich haben die abgeschossen, damit keine Junkies reinkommen und sich spritzen oder was weiß ich was. Ich komme nicht raus. Ich mache die Tür, ich denke mir, was soll ich jetzt machen? Und ich höre ihn immer noch, er sagt, ich töte dich, ich töte dich. Ey, und Digga, der ist komplett auf Koks, was auch wiederbelegt worden ist von Ärzten. Komplett auf Koks ist der ist komplett besoffen. So. Ich denke mir, komm, du hast keine Wahl mehr, du kannst nicht nach da. Auf dem Weg vom Kiosk Richtung das Wettbüro habe ich noch den Leuten gesagt, Digga, ruf mal Polizei, dass er von mir nicht auf den Sack geht, so, weißt du? So, wie gesagt, Leute, ich keine Wahl mehr. Hinten Tür zu, ich kann nichts machen. Ich ziehe die Machete im Flur, gehe mit der Machete so raus. Ich hatte die so hinter mir, musst du dir vorstellen, dann bin ich hier angekommen und er steht so vor mir, Leute. Und er ist in meiner, wenn ich hier stehe, ist er trotzdem in meiner Größe. So, ich stehe hier mit Dings und ich sage ihm, Digga, lass mich in Ruhe, sonst das wird schlimm und so. Und er hat ganz recht Messer in der Hand. Ihr müsst euch vorstellen, er kommt hier hoch und ich drehe mich mit ihm, damit der Dings nicht sieht. So und schubst mich hier so runter und die Klinge so in der Hand, müsst ihr euch vorstellen. So und ich denke in diesem Moment, er sticht mich, ne? Ich fall so runter, Digga, musst du dir vorstellen.
Und in dem Moment dachte ich, er hat mich gestochen, so, weißt du? Ich fall runter, er kommt auf mich zu, Leute. So, er kommt auf mich zu, danach habe ich noch die Machete in der Hand und noch nicht mal mit der scharfen Seite gehauen. Ich habe extra mit der unscharfen Seite gehauen. Hätte ich irgendwas wollen, ihn zu töten oder sonst was, wäre ich asozial, Alter. Und dann Bastard, Digga, ich hätte seinen Kopf abgeschnitten. Digga, ich bin da runtergefallen, ich wollte ihm die verfickte Klinge aus der Hand hauen mit der falschen Seite, Mann. Er kommt auf mich zu und ihr müsst euch vorstellen, ich denke, er hat mich gerade gestochen, Alter. Und ich mach den jetzt. Zack, ich versuche ihm das Messer aus der Hand zu hauen. Und der hält die immer noch, Digga, so. Zack, verstehst du? Und dann mache ich so, zack, damit dieses Messer runterfällt, fällt nicht, Alter. Und mit der falschen Seite. Der falschen Seite. So, dann guckt er mich an, ich weiß nicht mal, was mit dem Messer war, ich war unter Schock, weil zu viel Blut war, Digga. Da war zu viel Blut, auf jeden Fall. Ja, ich kam nicht klar, Alter, weil ich dachte, wer glaubt mir, jetzt kriege ich lebenslang mit SV-Sicherheitsverwahrung. Und dann bin ich abgehauen. So, später hat man noch gehört, dieser Typ ist behindert, ich fick dein Leben, du Hund, wenn du das guckst. Du kannst mir richtig ein Fett blasen, du Bastard. Du hast mich Fame gemacht, Alter. Auf jeden Fall, Digga, dann läuft der hier rein, Alter, und greift die Leute an, aber nach ihm. So, der Punkt der Sache ist, ich will nur sagen, Alter, ich habe mich nur gewehrt. Die Leute denken, ich bin ein ekelhafter Mensch, ich gehe mit Machete auf Menschen. Digga, ich habe mich nur gewehrt, Alter. Ich will mal sehen, was mit euch ist, wenn einer auf euch mit Messer kommt, Alter. Verstehst du? Und das ist der Sinn der Sache. Mich nur gewehrt. Das soll euch allen bewusst sein. Dass ich kein ekelhafter Mensch bin, der mit der Machete rumläuft und auf Leute sticht. Digga, jeder soll seinen Hack machen, jeder soll seine Millionen machen, Alter. Jeder soll seine Familie versorgen. Aber solange mir keiner auf den Sack geht und meiner Familie oder meiner Gesundheit oder meinem Leben schaden will, dann ist doch alles gut. Aber wer diese Person mein Leben oder meiner Familie oder meiner Gesundheit schaden will, den fick ich seine Mutter, Alter, mit Ansage. Guck nicht, dass ich kein Bart habe. Das war die zweite Person, die dachte, ich bin ein Lappen. Ich fick eure Mütter, die denken, ich bin ein Lappen. Und selbst wenn ich nicht komme, dann schicke ich euch Leute, die holen euch, Alter. Fickt eure Mütter, check Jiggy Jack Johnson, check mein Album, check Postmortem. Ich bin drin und meine Mutter weint. Mein Vater ist gestorben, sie ist nicht allein. Ihr Sohn ist irgendwo und wird die Nummer 1. Ich hab gesagt, ich mache Geld und bring es Mama heim. Ich war unschuldig in Haft und bin drin geblieben. Aber Kopf hoch, keine Zeit um Hass zu schieben. Ich bat Gott um ein Wunder und bin nachts wach geblieben. Und hab fast das ganze Album hier im Knast geschrieben. Niemand, der mein Wille bricht, wer hält mich auf, Mann? Weil ich selbst im Knast die Hoffnung nicht aufgab. Die Wahrheit kommt ans Tageslicht so wie eine Auster. Dieses Leben ist wie ein Riss in einem Staudamm. Du musst jedes Mal aufstehen wie nach einem Faustkampf. Sonst tritt das Leben nach und es wird grausam. Weglaufen bringt nix wie auf dem Laufband. Ich hab keine Angst vor nix, lieber geh ich drauf, Mann.